Thank you so much. And thank you. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank auch an die Jury für die Ehre, die Sie mir haben zuteilwerden lassen mit diesem Preis. Danke auch an Sie alle, die persönlich und auch online hier sich versammelt haben, um die Wirtschaft neu zu denken. Im Moment leben wir in einem wichtigen Zeitpunkt. Es ist ein sehr polarisierender Zeitpunkt und es ist eine Zeit, in der sozialdemokratische Parteien in Demokratien weltweit Glaubwürdigkeit verloren haben bei vielen der Wählerinnen und Wählern der Arbeiterschaft, die einmal früher die Hauptwählerinnenbasis waren. Und dieser Verlust an Glaubwürdigkeit hängt damit zusammen, wie sich die Menschen in der Arbeiterklasse fühlen. Sie haben das Gefühl, dass die Eliten auf sie herabschauen. Und ich möchte erklären, warum das so ist und was wir daran machen können. The answer, I think, the diagnosis begins by looking. Mit der Diagnose müssen wir, glaube ich, damit anfangen, dass wir uns den öffentlichen Diskurs der letzten 4 Jahrzehnte anschauen. Über Jahrzehnte lang hatten wir eine sich verschärfende Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern. Und das hat unser Klima vergiftet und uns als Gesellschaft auseinanderzutreiben. Es hat teilweise damit zu tun, dass die Ungleichheit angestiegen ist. Ungleichheit in Sachen Einkommen und in Sachen Vermögen. Es ist aber mehr als das. Es hat auch zu tun mit sich verändernden Einstellungen und Sichtweisen zum Thema Erfolg. Diejenigen, die oben gelandet sind während der Jahrzehnte der Globalisierung, die dies geschafft haben, die glauben jetzt, dass ihr Erfolg nur auf sie selbst zurückgeht, dass es quasi das Maß ihres eigenen Verdienstes ist und dass sie deswegen verdienen. Die Rendite einzustreichen, die der Markt ihnen beschert. Die Kehrseite der Medaille ist, dass diejenigen, die kämpfen, diejenigen, die es nicht geschafft haben, ihr Schicksal auch verdient haben. Dieses Erfolgsdenken stammt aus einer Idee, die eigentlich ganz attraktiv aussieht, nämlich die Idee der Leistungsgesellschaft, der Meritokratie. Das Prinzip sagt, die Chancen sind gleich verteilt. Wenn alle am gleichen Ausgangspunkt sind, dann verdienen diejenigen, die am Ende gewinnen, ihren Gewinn auch. Aber diese Idee hat einen Fehler. Eigentlich hat sie sogar 2 Fehler. Erstens, entsprechen wir unseren meritokratischen Idealen überhaupt nicht. In der Praxis ist es eben nicht so, dass die Chancen gleich verteilt sind. Kinder armer Eltern bleiben in der Regel arm als Erwachsene. Und reiche Eltern haben gemerkt, wie sie ihre Privilegien an ihre Kinder weitergeben können. Das Problem ist aber nicht nur, dass wir unseren eigenen Ansprüchen in einer Leistungsgesellschaft nicht gerecht werden. Das Problem liegt noch viel tiefer. Das Problem ist, dass die Leistungsgesellschaft eine dunkle Seite hat. Sie wirkt zersetzend auf das Gemeinwohl. Sie führt zu Überheblichkeit bei den Gewinnern und Gewinnerinnen und sie führt zu Erniedrigung bei denen, die verlieren. Man berauscht sich am eigenen Erfolg. Man glaubt, dass das Glück alleine und der Erfolg alleine einem oder einer selbst zuzuschreiben ist. Und das bedeutet auch, dass man herabschaut auf diejenigen, die weniger Glück hatten. Und das ist eine der Hauptquellen des rechtspopulistischen Backlash gegen die sogenannten Eliten. Das Gefühl, das weit verbreitet ist in der Arbeiterklasse oder Arbeiterschicht, dass die Menschen der Elite auf sie herabschauen. Die Globalisierung hat zu verschärften Ungleichheiten geführt, auch zu größeren Einkommenskluften. Und das heißt,
Es hieß immer, die Lösung ist Bildung. Ihr könnt es schon schaffen, wenn ihr es nur versucht. Ihr müsst nur was lernen. Das bekamen die Menschen gesagt. Und zwar sowohl von Eliten Mitte rechts und Mitte links. Und man hat es nicht erkannt, wie beleidigend und wie kränkend das ist. Die Aussage, wenn ihr nur zur Uni geht, dann schafft ihr es. Wenn ihr, und die Kehrseite davon, die ist ja, wenn ihr es nicht schafft, dann seid ihr selber schuld. Es ist doch kein Wunder, dass viele arbeitende Menschen sich gegen die Leistungsgesellschaft jetzt wenden, gegen diese meritokratischen Eliten. Was ist jetzt zu tun? Erstens, wir müssen umdenken, und zwar in Bezug auf mehrere Aspekte. Die Rolle der Universitäten, die Würde der Arbeit und was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Was ist Erfolg? Was ist die Rolle oder die Funktion einer Universität oder eines Diploms, eines Uni-Abschlusses? Diejenigen von uns, die Uni-Abschlüsse haben und nur unter Leuten leben, die selbst auch welche haben, wir vergessen ziemlich gerne mal, dass die meisten unserer MitbürgerInnen kein Uni-Diplom haben. In den USA sind es ungefähr 2/3, die kein Universitätsdiplom haben. Und das ist in den meisten demokratischen Ländern ähnlich. Wenn wir also eine Volkswirtschaft schaffen wollen, die als Grundvoraussetzung für würdevolle Arbeit und einen guten Lebensstandard sagt, du musst einen Uni-Abschluss haben, dann ist das für viele Menschen, sogar für die meisten Menschen, unerreichbar. Außerdem müssen wir ein Element des öffentlichen Diskurses der letzten paar Jahrzehnte grundsätzlich hinterfragen. Und dazu gehört auch der Diskurs der Mitte-Links-Parteien. Wir sollten uns weniger darauf konzentrieren, die Menschen fit zu machen für ein Rennen in der Leistungsgesellschaft. Wir sollten uns mehr darauf konzentrieren, wie wir das Leben besser machen können für diejenigen, die vielleicht keinen Uni-Abschluss haben, aber trotzdem einen wesentlichen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, durch die Arbeit, die sie tun, durch die Familien, die sie gründen und die Gemeinschaften, für die sie Gutes tun. Die Würde dieses Beitrags muss im Fokus unserer Politik stehen. Arbeit ist ja nicht nur Broterwerb. Bei Arbeit geht es auch um einen Beitrag zum Gemeinwohl. Es geht um Anerkennung, um Wertschätzung, um Ehre, die man haben möchte, wenn man diesen Beitrag leistet. Man vergisst das leicht, weil man gerne davon ausgeht, dass sich Erfolg am Einkommen ablesen lässt und dass sich auch der Beitrag zum Gemeinwohl am Einkommen ablesen lässt. Das ist aber ein Fehler. Die Pandemie hat uns das wieder ganz klar vor Augen geführt. Diejenigen von uns während der Pandemie, die den Luxus hatten, von zu Hause arbeiten zu können. Wir haben es doch gemerkt, wie sehr wir abhängen von denen, die wir so gerne übersehen. Die Menschen, die im Lager arbeiten, die Menschen, die Lastwagen fahren, die in Lieferdiensten arbeiten, die Kinderbetreuung anbieten, das sind nicht die bestbezahlten Menschen. Das sind nicht die am meisten wertgeschätzten Arbeitstätigen in unserer Gesellschaft. Aber plötzlich waren sie systemrelevant und wurden auch als solche anerkannt. Und das kann doch wirklich ein Moment sein, an dem wir mal innehalten und nachdenken, wie können wir die Wirtschaft umkonfigurieren, dass die Bedeutung von Arbeit tatsächlich anerkannt wird. So leicht ist das aber nicht. Denn diese Neukonfigurierung der Volkswirtschaft bedingt noch sehr viel mehr als alte Debatten darüber, wie großzügig der Sozialstaat sein sollte. Wir müssen diskutieren, als demokratische Bürgerinnen und Bürger, was ein Beitrag zum Gemeinwohl ist und wie ein solcher Beitrag entlohnt und materiell anerkannt werden sollte, ohne jetzt anzunehmen, dass der Markt das schon regelt.
Und diese Beratungen, diese Diskussionen würden uns sehr viel weitertragen als die Frage von Verteilungsgerechtigkeit. Also wie verteilen wir das nationale Einkommen? Wir müssten viel mehr darüber reden, wie wir eine Beitragsgerechtigkeit schaffen. Wie kann jeder und jede in die Lage versetzt werden, einen Beitrag zum Gemeinwohl zu leisten und dafür Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen? Eine politische Agenda, die sich auf die Würde der Arbeit konzentriert, muss nicht nur Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch Beitragsgerechtigkeit in den Fokus nehmen. Es geht nicht nur ums Sicherheitsnetz. Das ist eine wichtige Diskussion. Aber soziale Sicherung wird alleine die Wut und die Ressentiments nicht effektiv beheben können, weil die Kränkung so tief sitzt. Viele arbeitende Menschen sind auf den Status als Produzentinnen und Produzenten reduziert. Diese Kränkung muss behoben werden. Wie würde das aussehen? Das können wir vielleicht während der Podiumsdiskussion noch weiter ansprechen. Es gibt einige politische Vorschläge, die eine solche Diskussion auslösen könnten, was es bedeutet, den Schwerpunkt oder den Rahmen der politischen Debatte auf Fragen nicht nur von Verteilungsgerechtigkeit, sondern auch von einer gerechten Anerkennung von Beiträgen zu lenken. Wir diskutieren hier, wie eine neue progressive Wirtschaft aussehen kann. Und eine der großen Herausforderungen ist, dass wir keine wertneutrale, technokratische Diskussion führen. Diese Diskussion haben wir zu oft und zu lange geführt in den letzten Jahrzehnten. Eine progressive Wirtschaft denkt grundlegende Fragen des Gemeinwohls neu und bringt das im Einklang mit der Frage, wie man die verschiedenen Beiträge zum Gemeinwohl, zur Wirtschaft und zur Gesellschaft wertschätzen kann. Das bedeutet, wir brauchen einen öffentlichen Diskurs, der moralisch robuster ist, weniger technokratisch als der Diskurs, an den wir uns gewöhnt haben in den letzten 4 Jahrzehnten. Die marktgetriebene Globalisierung und das meritokratische Erfolgsdenken zusammen haben soziale Beziehungen, die uns aneinander binden, tatsächlich gelockert. Globale Lieferketten, unbeschränkte Kapitalflüsse, Outsourcing, das bedeutet, dass wir von unseren direkten Mitmenschen in unserem Umfeld viel weniger abhängen und wir schätzen sie deswegen auch weniger wert. Die Solidarität hat gelitten. Meritokratisches Denken hat uns gelehrt, dass unser Erfolg nur uns selbst zuzuschreiben ist und das hat unser Gefühl für gegenseitige Wertschätzung und Dankbarkeit unterminiert. Das müssen wir neu kultivieren, das müssen wir wiedergewinnen. Ein Gefühl, dass wir uns gegenseitig verpflichtet sind. Wenn ich sage, dass mein Erfolg nur mir zuzuschreiben ist, dann macht es mir schwer, mich in die Rolle von jemand anders zu versetzen. Was schulde ich den Menschen, die meine Leistung überhaupt Möglichkeit gemacht haben, denen ich mein Lebensglück möglich gemacht habe? Das kann zu einer gewissen Bescheidenheit dann führen. Eine Bescheidenheit, die es mir möglich macht, die Menschen mir anzuschauen, die es schwerer haben und zu denken, das könnte ich sein. Dieser Geist der Bescheidenheit und der Demut, das ist die Zutat, die wir jetzt brauchen. Das ist der Anfang, zurückzukommen, einen Weg zurückzufinden von dieser sehr strengen Ethik des Erfolgs. Und das führt uns zurück zu einem vielleicht etwas großzügigeren öffentlichen Leben. Vielen Dank.